Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Winter Up. Jetzt die letzten 2 Tage. Ich hatte wieder Probleme beim PC. Ja, wie immer. Ja, ich habe ein neues Netzteil gekauft, nachdem dann hat alles wieder funktioniert. Und jetzt ist das Netzteil abgeraucht. Und ich denke mir einfach nur, cool, leck mich, ganz ehrlich. Ich habe jetzt. Vielleicht sollte ich das zensieren, was ich gerade gesagt habe. Ich habe jetzt wieder ein neues, ne, nicht bestellt, sondern liefern lassen, weil Ersatz, ne? Und ja, das würde jetzt bis Donnerstag dauern. Das Problem ist, ich kann halt nur 2 Festplatten betreiben mit dem Netzteil, was ich jetzt habe, weil es schon ein bisschen kaputt ist. Und deswegen brauche ich unbedingt ein neues. Naja, gut. Wir haben das letzte Mal die Küche fertiggestellt. Und jetzt machen wir ein bisschen was im Essbereich. Und zwar soll hier ein Tisch stehen. So, die Frage ist, was wir natürlich in die anderen Ecken machen. Ich weiß es noch nicht. Keine Ahnung, wir lassen das höchstwahrscheinlich erstmal frei, weil so viel Zeit haben wir nicht. Ich möchte ja noch. Ja, das wird eng, ne? Das wird echt eng. Ne, wir machen hier den Sitzbereich, ganz ehrlich. Dann machen wir hier die Stube hin. Machen wir hier den Essbereich. Dafür brauchen wir Holz. Ganz einfach. Wir machen es uns ganz, ganz einfach. Ein bisschen mit Holz arbeiten. So. Zack, zack, zack. Und jetzt geht es erstmal drauf, den Tisch zu bauen. So, habe ich noch irgendwie einen Block oder so? Weißes Glas habe ich noch dabei. Ich brauche halt die Höhe, die ich machen möchte, ne? Ist ja auch Kacke. Wo nehme ich jetzt einen Block her? Finde es übrigens schön, wie es aussieht. Ich muss es euch auf jeden Fall noch zeigen. Am 1. kommt übrigens noch ein Video von Minecraft. Das wird das letzte sein. Und da werde ich zeigen, wie das Ganze aussieht hier. Was die anderen gebaut haben. Und wird dann den Sieger bestimmen, der dann in der Halle der Sieger hier hinkommen wird. Ich weiß nicht, ob ich den euch schon gezeigt habe. Ich glaube schon. Ja, doch, habe ich euch gezeigt. So, und hier kommt dann halt, ja, der Sieger hin. Das nehmen wir mal mit hier. Das sieht eklig aus. Wie so kleine Pickel. Okay, wir brauchen also einen Block, um zu bestimmen, wo unsere Tür steht. Nehmen wir gleich mal Holz mit, falls wir mehr Holz brauchen. So. Okay, der Tisch wird. Ja, ich denke mal 3 breit, ne? So. Und wir werden jetzt ganz einfach einen auf den hier machen. Dann die Axt nehmen. Die hier wegmachen. So. Denke mal. Nee, das obere. Von der Größe her könnte das passen. Ja, keine Sorge. Wir sind natürlich noch nicht fertig. Da kommt noch ein bisschen was dazu. Und zwar Tischbeine. Wie machen wir jetzt die Tischbeine? Das ist natürlich hier die Frage. Zack. Tun wir den mal dahin und dann machen wir es einfach so. Ja, geil. Das passt wunderbar. So, okay. So, mal das Ganze auf der Seite. Wie waren wir hier entfernt? Ja, nein, so wollte ich das nicht machen. 1, 2, 3. Von da waren wir 2 entfernt, ne? Ja. Das heißt, 1, 2, 3. Und dann wird hier gebaut. Perfekt, habe ich das abgeschlossen? Ja. So. Nein. Oh Gott, was mache ich denn? So.
So, sehr schön. Das Ganze ist natürlich an der Wand festgeschraubt, weswegen wir halt nur diese zwei brauchen. So. So. Okay, perfekt. Jetzt brauche ich. Habe ich irgendwas. Hab ich rot dabei? Sag mal, dass ich rot dabei habe. Ja, sieht nicht so aus. Sieht nicht so aus. Ach. Dreck. Muss mal ganz kurz den roten holen und habe ich überhaupt noch rot? Das ist orange, ne? Ich habe doch, oh, ich habe rot. Alles ist gut. So. Ein Block mitgenommen. Nehmen wir zwei mit. Kann ja nicht schaden. So, was ich heute noch vorhabe, ist auf jeden Fall, wir werden noch einen Kamin machen. Das wollte ich sagen, Kamin. So. Jetzt nehmen wir das Rot und werden uns hier eine Tischdecke basteln. Schön hier drauf. Damit es halt nicht mehr gesehen wird. So halbwegs mittig. Jetzt brauche ich kurz meine Spitzhacke. Ich muss nämlich nach unten. Lassen wir das hier so ein bisschen runterhängen, ne? Viel zu wenig Platz unten im Inventar, um zu bauen. Ach, warum kann das nicht verbunden sein? Jetzt muss ich die Seite auch noch machen. Wo es, glaube ich, schneller geht, wenn ich hier einen auf den hier mache. Nee, nicht so viel. Wir wollen ja nur, dass es so ein bisschen drauf ist. Vielleicht hätte ich das auch einfach in den Tisch platzieren können. Weil so sieht das ein bisschen seltsam aus. Oder? Ah, ich weiß, was wir machen. Wir machen den Tisch einfach gleich ein bisschen dicker. Dann sparen wir uns das ganze Rumgebaue. So. Dann machen wir den Tisch einfach ein bisschen dicker und dann, Ziegelsteine habe ich schon dabei, das ist gut. Wieso ist das jetzt dunkler? Ist das anderes Holz, was ich da. Eichen. Woher habe ich Eichenholz? Naja. Werd mal kurz was gucken. Nein. Zurück. Was ist, wenn wir den weiß machen? Ja, doch, das hat viel mehr Stil. Okay, wie machen wir die Stühle? Mit hellgrau würde ich sagen. Hellgrau, ja, das passt. So, Stühle. Ach Gott, wie kriege ich jetzt einen Stuhl hin? Wie kriege ich ihn so hin, dass er halt mittig ist? Okay.
Einen Stuhl bauen. Kriegen wir es hin, einen Stuhl zu bauen? Was meint ihr? Das ist schon wieder Fichtenholz, ne? Weil muss der auch noch perfekt mittig sein. Gottes Willen. Da haben wir drei. Oder Gesundheit, Zero. Danke, Zero. Alter, was ist denn los? Werde ich auf meine Tage noch krank hier auf meine alten Tage? Das ist ein zu großer Stuhl. Ich habe auch das Gefühl, dass das nicht wirklich mittig ist. Einen würde ich noch. Komm schon. Was mache ich denn? So. Wie sollen wir jetzt eine Dicke von 2 hier? Hier ist 1, oder? Hier ist, also es sieht nur noch 2 aus. Es sieht nur noch 2 aus. Okay. Ich glaube, jetzt haben wir's. Da kommst du nämlich wieder weg. Da kommt noch ein roter hin. Und jetzt können wir das, denke ich mal. Ich glaube, der Tisch wäre dann zu groß. Der Stuhl. Der ist viel zu groß. Wir machen das so, dass wir genau an den hier anlehnen. Ja, sehr schön. Ja. Mit Controller wäre das alles für mich viel einfacher, glaube ich. Ja, sehr schön. Okay. Fragt sich nur, wie groß die Beine werden sollen. Glaube, so ist das schon ganz gut. Und dann kommen wir hier zur Sitzfläche. Und das Schöne ist, den können wir auch gar nicht richtig kopieren, glaube ich. Zumindest nicht auf einfache Art und Weise. Werden die höchstwahrscheinlich kopieren können, allerdings in mehreren Teilen. Der ist groß. Der ist ein bisschen groß. Und ich habe die Befürchtung, dass wir hier auf 4 Blöcken sind. Sind auf 4 Blöcke. Oh. Okay, wir müssen ein bisschen umbauen. Was ist denn los mit dir? Hä? Tu, was ich dir sage, Spiel. Ich bin hier der Boss. Geht doch. So. Okay, perfekt. So. Ja, wenn das mal nicht gut ist, Freunde. So, zum großen Bauobjekt kommen wir auch gleich nochmal. Da werde ich wieder vorspulen. Ich finde es aber wichtig, auch ab und zu mal einfach zu zeigen, was ich mache. Beziehungsweise meine Gedankengänge zu zeigen. Nicht, dass ihr alles denkt, dass alles so wie
schon vorgeplant ist. Nein, ich mache einfach alles spontan. Ja, das ist genau das, was ich nicht wollte. So, ja, da seht ihr, wir haben hier auf jeden Fall zwei Stück. Naja, müssen wir mitleben. So. Okay, man kann sich nicht raufsetzen. Cool. Kann sich nur raufstellen. Ist wie so ein kleiner Tisch. Aber egal, es soll ja nur nach Stuhl aussehen, ne? Wird auch nicht der schönste Stuhl. Gib's ja zu. Aber immerhin Stuhl. So, und damit das nicht alles so eintönig aussieht. Halt, Moment. Ach, egal. Jep, da haben wir ihn doch reingemacht in den Boden. Geil. Stühle haben natürlich auch Löcher, ne? Ganz klar, machen wir hier noch mal ein. Hier noch. Ja, cool, es wird vielleicht ein bisschen doof, wenn es nicht verbunden ist. Machen wir hier noch so. Sieht auf jeden Fall sehr bequem aus, oder? Würdet ihr euch gerne hier auf diesen Stuhl setzen? Ich glaube schon. So, jetzt kommt natürlich noch ein rotes Polster oben drauf. So. Wollen natürlich alles ein bisschen festlich haben. Ja, so wirklich begeistert bin ich jetzt nicht, aber hey, es gibt definitiv schlimmere Stühle als diesen hier. Und ich glaube, wir haben hier auf jeden Fall oben noch Kästchen, aber das können wir auch so machen. So. Ja, das ist unser Stuhl. Der sieht sehr bequem aus, muss ich sagen. Und jetzt kopieren wir ihn. Es schneit. Ja, ich liebe es, wenn es schneit. So. Zwei Stück, den Rest machen wir per Hand. Dann passt das schon. So. Oder ich habe doch schon wieder ein Loch reingehauen da. Scheiße. Muss das von der Seite ausbauen. Aber es geht natürlich nicht. Weil ich im Weg bin? Ist es, weil ich im Weg bin? Kopier mal die Seite und zwar von hinten. Wieso, wieso? Er kopiert die Decke da hinten mit. So. Jetzt geht's. Auch wenn es ein bisschen seltsam ist. Oh, ich werde das niemals treffen. Glaub so. Oh, ich hab's getroffen. Oh, ich bin göttlich. Ja, und das Ding. So. Perfekt. Den Rest müssen wir leider per Hand machen. So, wir gehen hierauf. Was habe ich da in der Hand? Eisenblock, wow. Wo ist mein graues Zeug? Hellgrau Beton da. So, dann ist hier eine Lücke. Das heißt, wir gehen zwei nach oben.
Machen hier erstmal das Loch zu. Jetzt sind wir auf Höhe des Lochs, oder? Wir sind auf Höhe des Lochs, okay. Das heißt nochmal zwei nach oben. Kacke, Mann. Muss ich das doch so machen? Eine perfekte Kopie. Man hätte es sich so einfach machen können, aber nein. Zero dachte sich, nee. So einfach kommst du nicht davon. So, perfekt. Jetzt haben wir zwei Stühle, jetzt kann Reggie mit mir essen. Gut. Und schon haben wir eigentlich keinen Platz mehr, ne? Sehr schön. Sieht ein bisschen arg leer aus, mein Wohnzimmer. Aber naja, was soll's. Kommen wir zum Höhepunkt des Tages, und zwar der Dingenskirchens der Ofen? Nein, der Herd? Nein, der Schornstein? Nein, das kommt dann. Ach, ich weiß auch nicht. Ihr wisst, was ich meine. So, und dann würde ich sagen, spulen wir mal vor.
Hat ja auch lang genug gedauert. Mir war es wirklich wichtig, dass der Kamin oben richtig sitzt. Und ja, wir haben es geschafft. Der Kamin ist soweit fertig. Wird höchstwahrscheinlich nochmal das Schwarze nehmen hier. Und ja, genau, perfekt. Ja, das ist nicht perfekt. So. Einmal hier lang ziehen, damit der Kamin so einen Abschluss hat. Ja, damit es nicht so einfach hingedonnert aussieht. So, sehr schön. Und das ist unser Kamin. In der morgigen und letzten Folge werden wir dann Couch plus Fernseher bauen. Und dann müssten wir eigentlich soweit fertig sein. Ich freue mich drauf. Ich finde das bisher ganz gut, was wir so gemacht haben, ne? Ihr könnt ja mal eure Meinung dazu sagen. Wie sieht meine Butze aus? Ich finde, es sieht tadellos aus. Und hier kommt dann der Fernseher, die Couch und da der Fernseher mit so ein paar Lichteffekten. Und hier werden wir dann unsere ja, Figuren haben. Kann man den einfach so abbauen? Geht das? Okay, sie sind noch drin. Okay, das wird dann. Ja, meinetwegen da. Wird dann hier drin sein. Was? Ach so, hier packen wir die unten hin. Sehr schön. So. Und so kann das aussehen. Ist zwar ein bisschen blöd mit dem Abschluss hier. Vielleicht packe ich die doch auf die Seite. Ich weiß nicht, wie ich da abgeschlossen habe. Aber naja. Ihr seht schon, bisher sieht das alles recht vernünftig aus hier bei mir. So sollte eine Butze aussehen. Merkt euch das, Leute, für nächstes Jahr. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Wir sehen uns. Haut rein. Euer Zero. Tschüss.